Heute also wieder ein schnelles und einfaches Setup. Bleibt dran! Ich wurde jetzt schon des Öfteren gefragt, ob ich auch mal ein Setup zeigen kann mit einem normalen Tab oder mit zwei Tabs, wie man die miteinander verbinden kann. Das würde ich gerne tun, doch ich besitze leider keins und dementsprechend muss man das vielleicht auf irgendwann später verschieben. Für all jene, die diese Plane noch aus meinen alten Videos kennt, ich habe sie nun endlich geschafft zu vermessen. Wir haben hier 2 auf 3 Meter. Wer auf der Suche nach so einer Plane ist, ich packe die euch mal unten in die Beschreibung, schaut da also unbedingt rein. Nachdem wir die Plane ausgebreitet haben, bringe ich mir jetzt noch 3 extra Haltepunkte an, damit ich das Ganze nachher offener abspannen kann. Hierzu verwende ich einfach einen Stein, den ich von unten gegen die Plane drücke und beule mir das Ganze so aus. Achte darauf, dass der Stein möglichst rund ist. Habe hier ein Stück Schnur schon vorbereitet und der für mich einfachste Weg ist, hier einfach eine Schlaufe drumherum zu legen. Die andere Seite zu greifen, durchzuziehen und theoretisch fertig. Wer möchte, legt sich jetzt einfach entgegengesetzt der vorherigen Schlaufe nochmal einen drumherum, zieht das hier nochmal nach, zieht das ganz leicht zu und fertig. Ich habe mir nun 3 solche Halterungen angebracht, die laufen hier genau durch die Mitte durch. Wobei eine davon exakt in der Mitte ist mit einer etwas längeren Leine, da ich die hier verwenden werde, um das Ganze nach oben zu ziehen, um das hier am Baum festzumachen. Die anderen 2, das ist eine Geschmacksfrage, wie ihr das gerne haben möchtet. Wenn größere Personen dabei sind, macht es natürlich Sinn, das weiter hier nach vorne zu ziehen, damit wir hier nur einen Höhenzuwachs haben, wie man sieht. Jetzt hier von 30 bis 40 cm ungefähr, damit man hier noch schön mit dem Kopf drunter liegen kann, ohne dass man hier nur noch am Plastik rumatmet, sozusagen. Wenn kleinere Personen unterwegs sein sollten, also jemand mit Kindern oder mit dem Hund, kann das Ganze natürlich etwas weiter reingezogen werden und gewinnt dadurch mehr Höhe im Innenraum. Nachdem wir das alles gemacht haben, werden jetzt hier nur noch Heringe eingesetzt, direkt an den Ösen. Auf der gegenüberliegenden Seite, die äußeren Ecken, ziehen wir hier circa 30-40 cm nach innen rein. Desto weiter wir nach innen reinziehen, desto höher wird wieder der Innenraum. Abermals abhängig der Personen, die nachher hier drinnen schlafen möchten und ihre Zeit verbringen wollen. Wie viel Höhe, wie viel Platz braucht man dann tatsächlich? Dann wird das Ganze nur noch aufgezogen. Dann brauchen wir einen Stock, den wir zentral platzieren. Wie ihr sehen könnt, das Ganze ist so gut auf Spannung, dass man hier nach vorne raus noch nicht mal mehr eine Leine ziehen muss. Ja. Also das ist kein Problem. So, dann bringen wir das Ganze hier nur noch nach oben zur Spannung, damit wir mehr Fläche im Innenraum haben. Und dann nur noch hier außen die Heringe anbringen. Hier kann man gleichzeitig so ein bisschen arbeiten, damit man die optimale Spannung gleich ermittelt hat. Festdrücken, fertig. Wer jetzt natürlich einen Baum hat, der ein bisschen mehr Äste hat als meiner, braucht diese Mittelstreben, die wir hier eingesetzt haben, gar nicht mal in den Boden zu setzen, sondern er könnte die auch direkt nach oben mitziehen, um so noch mehr Raum im Inneren zu bekommen. Ich habe hier einen 2 Meter Zoll Stock. Ihr seht auch von der Höhe, da ist doch gut Luft. Im vorderen Bereich, dadurch, dass ich es leicht nach innen gezogen habe, hätte jetzt eine kleinere Person, ja, 1,70 Meter, 1,80 Meter, hätte hier locker Platz. Wenn man das leicht diagonal macht, dadurch, dass wir nach hinten raus sehr viel Luft haben, würde hier selbst sogar noch ein 2 Meter Mann hinpassen. Und im hinteren Teil haben wir sogar, wenn ich von Spitze zu Spitze gehe,
2,40 Meter Platz. Also hier ausreichend für zwei Leute inklusive Material. Oder eine Person mit viel Material und einem Hund als Beispiel. Oder eine Mutter mit zwei Kindern. Alles überhaupt gar kein Problem. Ich hoffe, das Video hat für den einen oder anderen wieder einen Nutzen gehabt. Schaut unbedingt noch die anderen zwei Setups ab, die ich für euch vorbereitet hatte. Ansonsten liken und subscriben nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt. Bis dann, Stefan.